Nachrichten aus Dublin. Ist ja die Hauptstadt von Irland, oder? Nachrichten aus Irland. Wir erzählen euch heute mal ein bisschen was über den St. Patrick's Day. Was wissen wir über den St. Patrick's Day alles, außer 17. März? Die Kobolde. Ja. Die Iren sind ein ziemlich altes Volk. Den St. Patrick's Day, das hat was mit dem St. Patrick zu tun. Grüne Klamotten ziehen sie gerne an. Ja. Genau, grünes Bier trinken sie. Irgendwas war noch mit einem Kleeblatt und einem grünen Fluss. Stimmt. Wurde da nicht mal der Fluss eingefärbt? Also. In Berlin? In New York. New York? Berlin. Ah, Entschuldigung, New York. In Berlin ist ja der Fluss schon so dunkel, dass man den nicht mehr einfärben kann. Na, mittlerweile geht das doch wieder, oder? Meinst du? Na, ich weiß nicht, also ich hab was gehört. Wir bereiten uns erstmal auf das Video vernünftig vor und dann erzähle ich dir heute über den St. Patrick's Day. Okay. Wir haben nämlich keine grünen Klamotten an, falls dir das aufgefallen ist. Also, wie du schon richtig gesagt hast, der Schutzheilige von Irland ist der St. Patrick. Und über den will ich euch oder dir oder den Zuschauern mal ein bisschen was erzählen. Circa 400 in Wales wurde der kleine St. Patrick, da war noch nicht Sankt, aber Patrick hieß er wohl, von irischen Räubern entführt, also in Balise. Mhm. Und ist dann irgendwann freigekommen und ist dann nach Frankreich gegangen. Da wurde er Priester und Bischof dann. Und ist dann wieder nach Irland zurück. Und am 17. März 461 ist er gestorben. Deswegen feiern wir den St. Patrick am 17. März. Was der St. Patrick alle tolle gemacht hat und warum wir den feiern. Der hat die Schlangen vertrieben aus Irland. Mhm. Also, der war ein Christ. Und ich denke mal, das ist symbolisch gemeint. Da gibt es ja keine Schlangen in Irland, ist ja klar. Viel zu kalt. Der hat also die ungläubigen Christen bekehrt und somit die Schlangen symbolisch aus Irland, so versteckt zumindest, verscheucht. Und um die Dreifaltigkeit zu erklären, hat er halt Kleeblätter benutzt, deswegen die Kleeblätter. Ja, die Menschen in Irland haben angefangen, deswegen die Kleeblätter zu tragen und deswegen tragen sie heute grün. Genau. Und wie soll es auch anders sein? Die Amis haben das richtig groß aufgezogen, nicht die Irländer. Deswegen gibt es, also wenn du richtig feiern willst, St. Patrick's Day, dann fliegst du nämlich nicht nach Irland, sondern nach New York. Da gibt es die besten Paraden. Nach New York, da wo sie auch den Fluss grün färben. Würde ich sagen, dass New York war. Na, siehst du, wieder was gelernt. Ja, St. Patrick. Der alte St. Patrick. Das nächste Mal feiern wir natürlich auch wieder St. Patrick's Day. Ist ja klar. Und dann zeigen wir euch nämlich, wie man Bier grün färbt. Bin ich ja mal gespannt. Ich bin auch gespannt wie ein Flitzebogen grüner, natürlich.